Komm schon, Bitches, ey. Echt, ey. Wo geht's denn hier lang? Hallo, ey. Wieso kann ich nicht die Treppen aufsteigen? Irgendwie, ach, krass, jetzt weiß ich, was los ist. Ich, so, bam. Besorg's ihm bitte. Potion, kein Problem. Könnt ihr alles haben. Keine Probleme. Jetzt dauert natürlich die CD1 länger, weil wir uns hier natürlich etwas blöderweise extrem lange hier aufhalten. Potion kannst du haben, kein Problem. Zack. Töte ihn. Nee, nicht getötet. Zidane muss töten. Zidane muss töten. Pam. Zidane muss töten. Flüchten. Nee, du flüchtest nicht, du Mongo. Ich will deine Erfahrungspunkte haben. Er flüchtet tatsächlich. Ah. Das stört mich jetzt gerade übel. Ah, und Vivi erreicht auch noch nicht Level 18, 17. Oh, was weiß ich für ein Level. Können wir jetzt von oben kommen? Vielleicht? Geht sowas? Ja, müsste jetzt gehen. Jawollo, jawollo. Hey, hey. So, machen wir eins, zack. Zelt. Und hier müsste auch noch was sein. Kann nicht aufgenommen werden. Phoenix Feder. Alles klar, Baro. Bam. Wir gehen nochmal hier hin. Und es ist eine Mimik. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt werden wir aber so lange kämpfen gegen die Mimik, bis Quina diesen einen Typen fressen konnte. Das ist schon wichtig, finde ich. Dass wir so lange kämpfen. Hilfe rufen. Wir testen das mal direkt aus, wie lange wir brauchen, bis der Typ mal geschwächt ist. Greif mal an, nicht auf die Mimik. Greif auf Elixier, du Hurensohn. Echt, ey. Quina, ich brauche deine Fressenattacke. Zack, fressen. Ich hab dich auch zum Fressen gern. Ich hab dich auch zum Fressen gern. Wenn der Typ nicht stirbt, er bleibt aber nicht am Leben. Na gut, scheiß drauf. Ich habe jetzt eh keinen Bock mehr, ehrlich gesagt, auf diese Scheißtypen hier. Macht seine Scheißvisage weg. Weg, habe ich gesagt. Weg. Gibt auf die Fresse hier. Gibt auf die Fresse. Das dafür, dass du mein Elixier geklaut hast, ihr Wichser. Jetzt habe ich bald keine Elixiere mehr, nur weil die klauen oder was. Kann ja wohl nicht angehen hier. Wo sind wir denn? So, jetzt gehen wir mal hier rein. Zack. Okay, wir sind jetzt hier. Gehen wir mal durch die Tür hierher. Da müsste was Schönes und Lustiges auf uns warten. Und zwar kriegt Frey eine neue Waffe. Nämlich gibt es hier keine Waffen mehr, die man noch gebrauchen könnte. Ah, doch. Ah, dieser Speer. Ha, Pam. Gut ausbalanciert und leicht zu führen. Mithril sperrt rein, umso besser. Spieß damit ein paar Schwarzmagier für mich auf, okay? Ups, ich und mein vorlautes Mundwerk. War nicht so gemeint, Vivi. Ich weiß. Aber, ach, schon gut. Vivi. Ich weiß. So, wir werden natürlich gleich mal Freier mit ihrer neuen Errungenschaft ausrüsten. Favniers Wind. Das ist eine Fähigkeit, die wir definitiv gebrauchen könnten. Das ist eine definitiv sensationelle Fähigkeit. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. So, wir haben hier eine kleine
Mori-Stätte. Was haben wir denn hier? Zack. Donnerstock, da ist er ja. Oh, schon jemand da? Hm, ist mir wohl jemand zuvor gekommen. Naja, wenn du schon mal hier bist, willst du mir was abkaufen? Na klar. Willst du nicht das Drei-Teile-Set bestehend aus... Jawohl. Goldnagel, Halbpotion, Äther. Besten Dank auch. Mit dem Geld kann ich wieder für eine Weile auf Reisen gehen. Jawohl. Aber unser kleiner Freund Stilskin hat eigentlich noch mehr auf Lager. Ach, Mock Shop. Ah ja. Ah ja. Oh ja, eine neue Ausrüstung natürlich hier. Sensational. Fill Suit habe ich schon. Okay, haben wir aber nicht so viel Ausrüstung, die wir in irgendeiner Art und Weise gebrauchen könnten. Aber wir könnten natürlich uns mit Potions neu voll ausstatten. Goldnadel haben wir echt viele. Echokraut haben wir ein paar. Naja, ich dachte, wir haben hier vielleicht neue Rüstungen. Wer ist denn das? Mognet. Ah ja. Vielen Dank, dass du mir den Brief vom Mog gebracht hast. Kupo. Von Mog an Atura. Stilskin scheint auf dem Weg zu dir zu sein, Kupo. Aber ich weiß es nicht. Genau. Und um ehrlich zu sein, habe ich ihn noch nie getroffen, Kupo. Wenn du ihn triffst, sag mir bitte, was der so für ein Mogri ist. Gerüchten zufolge soll er ja eine Weltkarte auf dem Rücken haben. Und er soll lauter seltene Items in seinen Taschen mit sich durch die Welt tragen, Kupo. Stilskin ist schon ein Tausendasser von einem Mogri, Kupo. Nimm das zum Dank. Kuponus. Eine Bitte. Übergib diesen Brief. Ja, natürlich. Einen Brief an Mohanna. So, wir brauchen bitte ein Zelt. Ein bisschen hier Relaxing Time. Wir werden noch zwei benutzen. So, wir werden gleich noch eins benutzen. 15 Minuten. Ja. So. Nehme gerade noch auf. Hat mich schon einer gefragt, ob ich nicht ins TS kommen mag. Wir speichern natürlich nochmal ab, bevor wir hier weitermachen. Es ist schon wichtig. So, wir haben jetzt auch einen Donnerstock natürlich erhalten. Den werden wir auch direkt unserem Vivi-Line überreichen. Das ist natürlich sensational, muss man schon sagen. Sensational. Wir werden aber mit den anderen auch ein bisschen nachleveln müssen, Leute. Das ist hoffentlich klar für euch, dass das Blitzround Gift hier ist. Natürlich. Habe ich nichts dagegen. So, Stilskin, hast du nicht noch was für mich? Nee, hast du natürlich nicht. So. Naja, gut. Wir gehen nochmal rein. Ich möchte nochmal was nachschauen. Ja, ich weiß, ich ziehe den Part nur in die Länge. Oder dieses Spiel jetzt gerade. Aber ich muss nochmal was nachschauen. Und zwar, haben wir das denn nicht schon? Was haben wir? Inventar, Hammer nicht. Barbarutta, da ist das ja. Kaufen wir mal dreimal. Hammer. Ah, siehst du, da haben wir eine Sache fast vergessen. Die wir eigentlich noch nicht hatten, ne? Und dann hätte ich die fast nicht anlegen können. Was hätte ich dann gemacht? Bringt uns eigentlich nicht so viel. Na gut, wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Und wir werden nach oben gehen. So, jetzt gehen wir Richtung Palast. Und meine Freunde, es ist so gut wie vollbracht. Hier steht auch kein Ziegel mehr auf dem anderen. Freier, ich frage mich, ob der König überhaupt noch... in Ruhe lassen. Wie ich denke, wir lassen sie für eine Weile besser in Ruhe. Irgendjemand ist da. Freier!
Ich kann die Anwesenheit mehrerer Personen im Palast spüren. Beeilt euch und klettert mir nach, meine Lieben. Klettert mir nach, sagt sie. Leichter gesagt als getan, meine Liebe. Naja, dann wollen wir mal. Geh mal. Geh. Ey, kommt schon, traut euch. Kommt, komm. Na gut. Zack, bam, 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 bam. Aussichtslos, was? Nicht so tragisch. Finde irgendwo einen Durchschlupf und komm uns nach. Ihr Palasch gibt das bestimmt lauter leckere Schachen. Ich komme ganz sicher auch nach, Mampf. Ah, macht mal, Jungs. Los, schnell, schnell. Wir müssen los. Freya wartet auf uns. Los. Und Quina ist noch nicht Level 17. Mist. Egal. Nicht ganz so wichtig, nicht ganz so wichtig. Hüße. Das ist doch. Ich habe es geahnt. Was willst du damit sagen? Ich bin nur deswegen nach Bormesia zurückgekehrt, weil mir das Gerücht zu Ohren gekommen war, dass Brane es auf Bormesia abgesehen hat. Sag mal, die Frau da links. Das ist doch Alexandrias Generälin Beatrix, oder? Das ist also Beatrix. Ihr Anblick lässt selbst ein weinendes Kind verstummen, so erzählt man sich. Aber es ist das erste Mal, dass ich sie mit eigenen Augen sehe. Beatrix also. Ja, wir sind schon stark. Ja? Beatrix. Ja, Beatrix. Mir wurde zugetragen, dass es auf dieser Welt noch viele Krieger gibt, die mein Können bei weitem übertreffen. Unter denen befindet sich auch Beatrix, deren Schwerttechniken nicht nur in Alexandria, sondern auch auf dem ganzen Kontinent unangefochten sein sollen. Du wirst deine Meinung nicht ändern, oder? Du lässt mich zurück und gehst auf Reisen. Ja. Bitte versteh mich, Freya. Noch herrscht Frieden in Bormesia, aber das Rüsten in anderen Ländern hat bereits begonnen. Ich will herausfinden, wie gut ich im Ernstfall Bormesia mit meinem Speer verteidigen kann. Daher muss ich diese Welt bereisen und mich den mächtigsten Kriegern aller Kontinente messen. Fredley, ich weiß nicht, ob ich ohne dich leben kann. Freya, du bist stark genug. Du kannst es. Glaube an dich selbst und glaube an dein Schicksal. Wenn ich die ganze Welt umrundet habe, dann kehre ich nach Bormesia zurück, das verspreche ich dir. Kann ich dir das glauben? Ja, natürlich. Doch Fredley, du kehrtest nie zurück. Alles, was von dir blieb, ist das Gerücht, du wärst in einem fremden Land gefallen. Aber das konnte ich nicht glauben. Ich wollte es nicht glauben. Bevor ich dich nicht selbst mit meinen eigenen Augen tot gesehen habe, habe ich mir geschworen, es nicht zu glauben. Und daher zog ich selbst in die Welt hinaus.